Also ich finde, speziell in der Stadt ist der Antritt einfach unschlagbar. Wenn du bei Stop and Go schnell die Spur wechseln willst oder auf der Landstraße gar vorbeifahren willst, steigst du einfach kurz ein und bist direkt vorbei. Fahren wie mit einem Sportwagen, so 160 dahin, das spielt's nicht. Aber er ist ja kein Sportwagen. Er ist ein gut motorisierter, sportlicher SUV, der aber trotzdem schneller ist als 95% aller Verbrenner. Und sind wir uns ehrlich, in Österreich darfst du eh nur 130 fahren.